Heute besuchen wir die Stadt Arensee und den gleichnamigen See in der Altmark. Die Geschichte der Stadt reicht zurück auf das Jahr 822. Mit 5 Quadratkilometern ist der See nicht besonders groß, aber dafür tief, nämlich 50 Meter. Um den Arensee ranken sich viele Sagen und Legenden, die ihm einen mystischen Zauber verleihen. Aber bevor wir die Treppen zum See hinuntersteigen, zeige ich euch noch die Klosterkirche. Sie ist Teil des ehemaligen Benediktinerklosters. Reste der Klostermauer sind noch erhalten. Das historische Bauwerk entstand zwischen 1183 und 1208 und gehört zu den frühesten Beispielen der Backsteinromantik in der Region. In den Jahren 1850 und 51 wurde die Kirche renoviert und erhielt verschiedene Ausstattungsmerkmale, wie eine Kanzel und eine Orgel. Bei meinem Besuch konnte ich ebenfalls handwerkliche Tätigkeiten an der Kirche wahrnehmen. Es wird also was getan für den Erhalt. Zum Arensee geht es steil hinab. Dort angekommen, kann sich der geneigte Besucher über diesen Mann informieren. Er war es nämlich Professor Dr. Wilhelm Halbfass, der den Arensee Ende des 19. Jahrhunderts mit über 1208 Messpunkten auslotete und 1896 eine Profilkarte des Seegrundes veröffentlichte. Halbfass untersuchte den See unter wissenschaftlichen Aspekten und entlockte ihm viele Geheimnisse. Über den ganzen See liegt eine mystische Spannung. Das fängt schon mit der Entstehungsgeschichte an. Über einem Salzstock gelegen entstand der Arensee durch die unterirdische Auslaugung von Salz durch das Grundwasser. Dies führte zu mehreren dramatischen Einbrüchen, insbesondere in den Jahren 822 und dann nochmal 1685. Diese Ereignisse erformten nicht nur den See, sondern senkten auch den Seeboden weit unter das Niveau der umgebenden Landschaft. Entlang des südlichen Uferweges führen mehrere Treppen in die oberhalb liegende Stadt. Hier lässt sich das Ausmaß der gigantischen Bodenabsenkung einschätzen. Und dort oben befindet sich die Stadt Arensee. Dorthin kommen wir noch auf dem Rückweg. Noch heute zeigt der Salzstock unter dem See Aktivitäten, was den 5 Quadratkilometer großen Arensee zu einer geologischen Besonderheit macht. Ein 10 Kilometer langer Wanderweg ermöglicht es, den See komplett zu umrunden. Das war zu DDR-Zeiten nicht möglich, da die Nordseite militärisches Sperrgebiet war. Am südlichen Uferweg gibt es allerhand Kurioses zu entdecken, wie diese Kultstätte. Sie hat mit der Geschichte des Wanderpredigers Gustav Nagel zu tun. Gustav Nagel, er war ein faszinierender und exzentrischer Wanderprediger. Er lebte von 1874 bis 1952 und war bekannt für seine leidenschaftlichen Predigten über Religion, Naturheilkunde und Ernährung. Als Wanderprediger reiste er quer durch Europa, sogar bis nach Jerusalem. Er kleidete sich wie Jesus und ging oft barfuß. 1910 erwarb er das Grundstück am Arensee und schuf dort einen Paradiesgarten mit einer skurrilen Tempelanlage und einem Naturgarten. Hier versammelten sich tausende Menschen, um seine inspirierenden Botschaften zu empfangen. So nannte man Gustav Nagel den Propheten vom Arensee. 1929 soll er der größte Steuerzahler der Stadt gewesen sein. Seine Lebensweise führte allerdings zu Konflikten mit seiner Familie und den Behörden. Er wurde während des Nationalsozialismus inhaftiert und später in der DDR zwangsweise in eine Nervenheilanstalt eingewiesen, wo er schließlich 1952 starb. Nagels Engagement für die Gemeinschaft und seine Botschaften von Hoffnung und Nächstenliebe haben bis heute einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Sein Vermächtnis lebt in den Herzen vieler Menschen weiter. Über den Müller-Arendt-Weg gelangen wir wieder hinauf in die Stadt. Typisch für die kleineren Städte in der Region sind ältere Fachwerkhäuser und Backsteinbauten aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Jetzt besuchen wir noch ganz kurz die Johanneskirche. Sie ist eine evangelische Kirche im Zentrum, direkt hinter dem Rathaus. Es handelt sich um eine Backsteinsaalkirche im Rundbogenstil. 1983 wurde das Gebäude grundlegend restauriert. Ein Gedenkstein erinnert an die Baumpflanzung dieser Eiche von 1887 zum Geburtstag von Kaiser Wilhelm. Eine der bekanntesten Legenden rund um den Arendsee ist die Sage von einer versunkenen Stadt. Der Legende nach lag an der Stelle des heutigen Sees eine große Stadt, die in einer düsteren Nacht im Wasser versank. Manchmal, so heißt es, können die Glocken der versunkenen Kirche in den Tiefen des Sees gehört werden, besonders in den stillen Nächten oder bei Nebel.